Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 mit Mark auf der frischen Karte. Ja, wir haben gespult, wie wir das vorhatten. Und ja, ich habe ja gestern ein Safe Game ausgemacht und habe dann ja, alles ein bisschen weiterlaufen lassen, alles andere soweit fertig. Die Ballen sind noch nicht fertig. Mit Pressen müsste er aber durch sein oder zumindest so gut wie durch. Weiß gar nicht, wo da der Stand war, wo der gerade steht. Also, der war fast fertig. Habe ich dann einfach nochmal zu Ende fahren lassen. Der ist halt, wie gesagt, so gut wie durch. Ich habe dann gespult. Wir haben heute den 5. Ja, nicht wahr, den November haben wir heute. 5. Ich bin irgendwo. Villa fürs Mai, ja, weiß ich auch. Da bin ich auch gekommen. Wir müssen mal gucken, was allgemein wieder so auf dem Zettel hängt. Ja, die Ballen sind klar. Da gibt es aber auch nichts Neues. Düngen ist auch überschaubar. Könnte man hier anfahren. Ernten könnte man dahin. Grubbern könnte man den machen. 66. Habe heute irgendwie ein leichtes Rauschen im Headset. Ich weiß noch gar nicht warum. Noch nicht irgendwie so allgemein, mein Headset ist so ein bisschen Mitleidenschaft gezogen. Ich muss das mal nachher umstecken, was dann immer noch der Fall ist. Ob so ein Kabel liegt oder an was, weiß ich nicht. Das müssen wir nachher mal eruieren. So, gibt es einfach ein neues Headset. Das Problem ist dann immer, welches nimmst du? Also, das ist jedes Mal die gleiche, der gleiche Krampf, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Es ist jedes Mal der gleiche Krampf mit Headset-Suche oder allgemein Headset-Maus-Tastatur-Suche. Da tue ich mich ja jedes Mal schwer mit. Ich weiß auch noch gar nicht. Also Headset jetzt, so weil ich dieses Rauschen die ganze Zeit im Hintergrund habe. Muss ich mal überlegen, oder ob es am. Ich habe ja so ein USB-Verlängerungskabel da dran. Ob das der Grund ist oder nicht, muss ich mal ausprobieren. Weil so ein Aufnahme, da hört man es nicht, also allgemein nicht. Ist halt nur jedes Mal, wenn ich, oder wenn ich nichts höre, sage ich mal, also relativ, also keine Musik, kein YouTube oder was weiß ich nicht, einfach nur so, habe ich so ein Brummen auf Ohren. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Oder ob ich die Audiotreiber einfach mal wieder alle runterwerfe und neu mache. Das hilft meistens auch immer. Danach muss ich aber meine ganzen Audioeinstellungen mal wieder neu machen, das ist auch mal ein bisschen lästig. Gucken. War so mit so einem leichten Rauschen ist das natürlich nicht so geil. Das macht das ist halt, weiß ich nicht. Geht zwar schon, aber ist halt einfach nicht so cool. Naja, nützt ja nichts im Endeffekt. Ja, sonst, was gibt sonst noch so Neues? Gar nichts. Von gestern auf heute, heute wieder arbeiten gewesen, heute auch wieder ein bisschen Gewitter gehabt. Jetzt ist wieder einigermaßen schön, es waren ein paar dunkle Wolken, aber sonst ist alles vorbei. Wir hatten noch so nicht viel, ein bisschen Donner, zwei, drei Blitze, ein bisschen Regen, ein bisschen Wind. Kann man sagen, wie es ist, hielt sich alles in Grenzen. Also ging echt klar, hätte ich jetzt spontan so genannt. Ja, und sonst so, muss ich überlegen, ob sonst irgendwas Brandes Neues gab. Ne, ich glaube es nicht. Morgen ist Freitag für mich. Ich muss Maurice jetzt dann mal schreiben, wo morgen auch Saates aufnehmen oder nicht. Oder nicht? Ich weiß das gar nicht. Wieder unser Stand ist eigentlich schon. Haben wir letzte Woche gesagt, wir sagen wir mal, komm, letzte Woche. Aber meistens schreiben wir Donnerstagabend nochmal eben. Nicht, dass sich bei uns doch noch irgendwas geändert hat, wegen, weiß nicht, Arbeit, Schule, wo wir gerade auch unterwegs sind. Maurice nur finden. Da. Meine klassische Frage: Morgen. SA. Ist. Fragezeichen. Mein Klassiker. So. Habe ich das schon mal gefragt? Der ist ja noch auf Berufsschule.
Der ist ja noch auf Berufsschule. Aber ich würde heute mal gucken, wir machen jetzt den Grober machen, glaube ich. Das ist eine grobe Mission, die können wir irgendwie mal machen. Die geht wohl. Und dann werden wir wahrscheinlich gucken, wir müssen auch die Eier noch wegbringen. Ja, mal gucken, dass wir das langsam wieder. November, Dezember, da wird nicht viel sein. Wir mal gucken, was wir alles so mitkriegen. Die große Fläche werden wir schon irgendwann noch kriegen. Ich weiß noch nicht. Kommt immer ganz normal, was da drauf ist. Wenn das aus dem Mais oder sowas drauf kommt, dann ist das natürlich. Alter, ich hasse es. Das macht ja auch nur in Aufnahmen, ist das nervig. Ja, danke, ich weiß. Dass ich es nicht vergesse. Da wieder unten anfangen. Mal schauen, wie viele nachher überbleiben. Ich hoffe ja so ein paar. Er ist da. Fertig. Wenn mich jetzt ein bisschen beilen, dann lassen wir grubbern. Den blauen schicken wir auch gleich zurück. Dann läuft der Hase ja schon. Hier die Wetterprognose für morgen und übermorgen. 48 mm Regen. Bin mal gespannt. Heute hatten wir gute 10. Oder 7, 8, 9, 10, irgendwie sowas um den Dreh hatten wir. Aber kommt halt wie gesagt auch so mühlich drauf an. Aber müssen wir nicht so weit fahren, das war mal ganz nett. Ich überlege, ob ich euch irgendwie einen Schwank aus meinem Leben erzählen kann, was Spannendes, aber es gibt aktuell einfach nicht viel Spannendes. Muss ich ja sagen. Wer waren wir heute? Also muss ich sagen, heute war wieder muckelig. Autoload für Ballen ist schon schön. Habt ihr die mit? Ja. Können wir einfach so abgeben, die gibt dann extra Geld und fertig. Bin mal ganz gespannt, als was er die wertet. Ob als Ballen oder als weiß ich nicht was.
bisschen müde bin ich. Mein Gott. Voll. Ja, dürfen wir heute nicht vergessen, haben wir die noch wegbringen. Müssen wir mal gucken, wann die Wolle dran ist. Und ich will den Kuhstall bald bauen. Wir haben Trisch. Wir haben eigentlich alles andere haben wir auch. Heu, Stroh, Gras, Trisch haben wir eigentlich alles. Müssen Trisch mal vielleicht ein paar Ballen Heu machen oder so. Müssen auf jeden Fall vielleicht noch ein Stück Wiese kaufen. Eigentlich das, was daneben ist. Da wo jetzt aktuell unsere Hallen dran grenzen. Das ist eigentlich optimal da. Umfeldbewertungsbonus. Okay. Immer wieder was Neues. Schon wieder Ballen mit. Tag wieder vor. Läuft wie so ein Länderspiel. Wenn wir die Ballen soweit fertig haben, dann ist sowieso das Schlimmste wieder geschafft. Vielleicht machen wir auch morgen erst irgendwie Eier weg oder so. Und dann mal fahren wir weiter Ballen, müssen wir mal gucken. Zum Glück genug Trecker am Hof rumstehen. Da können wir wohl einführen in Bären, den Kipper fahren. Den 7R vorgebunden oder so, mal gucken. Wir haben gleich ein Schlückchen zu trinken. Mir fehlt auch noch eine Einfahrt eigentlich. Wieder zurück. Geht wie im Taubschlag. Gut, morgen bringen wir dann erstmal, glaube ich, die Eier weg, da das schon mal abgearbeitet ist. Den blauen können wir theoretisch eigentlich auch gleich zurückschicken zum Hof schon mal, oder? Wir fahren wir das tanken, das gucken wir uns gleich mal an. Dann gucken wir auch noch mal beim T8 vorbei, wie da so die Lage ist. Der ist gerade mit 17 km/h dabei, das ist eigentlich immer ganz gut. Und da müssen wir mal gucken, was so die Zeit so mit sich bringt.
Ja, genauso. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns dann morgen wieder weitere Folge. Noch frische Marsch. Bis dann. Tschüss.